Heute geht es um das Thema Eingewöhnung ins eigene Bett, Schlafen im eigenen Kinderzimmer, unsere Erfahrungen, wie wir es gehandhabt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alexandra hat sehr lange bei uns im Bett geschlafen, was natürlich ein, ja, No-Go kann man nicht sagen. Für manche schon ein No-Go, aber es ist schon sehr anstrengend, wenn das Kind im Bett der Eltern für eine längere Zeit schläft. Man hat so als Eltern kein richtiges Privatleben mehr. Man kann sich auch nicht mal aneinander kuscheln. Also immer ist eine Barriere in der Mitte. Bei uns war das so, dass Alexandro bis zu 1,5 Jahren bei uns im Zimmer geschlafen hat. Beziehungsweise sein Bett war natürlich erst bei uns im Zimmer. Ist ja noch ganz normal. Und weiß gar nicht, wie alt er dann war. Dann haben wir das Bett rausgenommen ins Kinderzimmer. Er hat dann eine Zeit lang auch in seinem eigenen Kinderzimmer geschlafen, bis er dann was älter wurde und dann doch lieber bei Mama und Papa schlafen wollte und wir das, naja, zugelassen haben, dass er zu uns mit ins Bett kommt. Ja, das Problem war bei uns auch immer, wenn ich ihn ins Kinderzimmer schlafen legen wollte und wieder aus dem Zimmer rausgehen wollte. Das war so ein großes Problem, weil unser Fußboden, der knackt so, also der knattert so, also das ist so ein Holzboden unten drunter unter dem Laminat. Moment, ich zeige euch das mal, ich hoffe, ihr könnt es hören. Kann man das hören? Ja. So hört sich das an bei jedem Schritt, wenn man aus dem Kinderzimmer rausgeht. Und er wurde immer wieder wach und irgendwann hatte ich keine Nerven mehr, weil ich war wirklich 12 Stunden da dran, ihn schlafen zu bringen. Und ich musste ja immer daneben sein, sonst ist er nicht eingeschlafen. Und deswegen hatte ich ihn dann zu mir ins Bett geholt. Und ja, so war das dann, dass er dann bei uns im Bett geschlafen hat. Ja, und jetzt habe ich mir halt gedacht, vor einiger Zeit, das geht natürlich nicht. Der ist jetzt schon über 2, der muss natürlich ins Kinderzimmer. Und das war auch eigentlich ganz easy, muss ich sagen. Er findet sein Bett recht toll. Er ist ja jetzt auch Erwachsener, vielleicht deswegen. Er mag sein Bett. Natürlich hat er seine Lieblingskuscheltiere mit dabei. Kaninchen darf nicht fehlen oder das Kuschelmonster von Vios Shop. Verlinke ich euch auch nochmal unter diesem Video, was er an Kuscheltiere gerne hat. Und ja, wir machen das halt so. Er bekommt seine Milch. Ich lege ihn ins Bett. Dann singe ich ihm entweder was vor, ich erzähle ihm irgendeine Fantasiegeschichte, die ich selber irgendwie in diesem Moment erfinde. Meistens erzähle ich ihm auch gerne eine Geschichte, seine Geschichte, also dass es irgendwann mal ein Baby gab, das Alexandro hieß, im Bauch von der Mama war, es immer größer wurde, irgendwann auf die Welt kam, also sowas frei erfunden, das war so eine Geschichte von ihm und die kennt er schon, die erzähle ich ihm wirklich schon sehr, sehr lange. Ja, wir lesen manchmal ein Buch vor oder gucken uns Bilderbücher an. Also ganz normal, was jede Mami halt macht. Ja, und irgendwann sage ich so, jetzt Schluss, gute Nacht, mach die Augen zu, ich liebe dich, schlaf gut. Anfangs war es dann so, dass ich immer bei ihm geblieben bin. Er musste meine Hand halten, bis er eingeschlafen ist. Der hat auch sehr oft seine Augen immer offen gelassen, obwohl er todmüde war. Und hat immer sich umgeguckt, ja, die Wände und hoch die Lampe, oben die Lampe. Ja, war ein bisschen unheimlich so. Er hat sich auch gedacht, oh, hoffentlich geht meine Mama gleich nicht. Hat sich halt fest an mich gekrallt, meinen Finger geschnappt und ja, mit mir Händchen gehalten, bis er dann eingeschlafen ist. Und ja, ein kleines Nachtlicht hatte ich immer anfangs an bei ihm im Zimmer. Und ja, dann bin ich langsam rausgegangen und so ist er dann halt eingeschlafen. Natürlich wurde er in der Nacht ein paar Mal wach, dann bin ich wieder zu ihm. Habe mich wieder da zu ihm gelegt, sage ich jetzt mal, und bis er eingeschlafen ist. Oder manchmal, wenn es gar nicht ging, wenn er gar nicht mehr einschlafen wollte und es halt eskaliert, dass er weint, dann hatte ich ihn mitgenommen in unser Bett wieder. Mittlerweile ist alles ganz anders, total easy. Er hat sich an sein Zimmer wirklich recht schnell gewöhnt. Wir machen dann das Gleiche wieder. Gute Nacht Geschichte, trinkt seine Milch. Dann gebe ich ihm einen Kuss, sage ihm Gute Nacht, ne? Das Gleiche. Lass dann das Nachtlicht an, also ein kleines Nachtlicht. Ich gehe aber dann raus und lasse die Tür offen, also einen Spalt, und sage ihm, Mama ist hier, und gehe dann raus.
Anfangs hat er noch gesagt, Mama, ist dann aufgestanden, ich bin dann wieder hin, habe ihn beruhigt, habe ihm gesagt, psch, Augen zu, die Mama ist hier. Ne? Und dann bin ich wieder raus. Ja, das ging dann halt ein paar Mal, bis er eingeschlafen ist. Und mittlerweile weiß er, ich bin da, er hört mich dann auch. Also ich mache dann entweder irgendwas in der Küche oder im Wohnzimmer. Ist auch gut, dass das Kind halt weiß, ja, die Mama, ich höre die Mama ist da, es kann nichts passieren. Und ja, mittlerweile ist es halt so und er schläft ganz normal in seinem Bett, das ging recht schnell. Also es ist immer schwierig zu sagen, wann man das Kind an sein Kinderzimmer gewöhnen sollte. Es ist wirklich, denke ich mal, von Kind zu Kind anders, weil, wie gesagt, ich wollte ihn schon vorher dran gewöhnen, aber er wollte es halt einfach nicht. Er hat sich quergestellt, er wollte zu uns, er hatte Angst und jetzt ist die Zeit da. Er mag jetzt sein Kinderzimmer, er mag sein Bett und ja, es ist alles easy. Also es ist wirklich, denke ich mal, von Kind zu Kind unterschiedlich. Man kann da keine richtigen Vorgaben geben. Also so war das bei uns, das sind so unsere Erfahrungen. Und mich würde mal interessieren, wie ist es bei euch? Wann habt ihr eure Kinder im eigenen Kinderzimmer schlafen lassen oder bis zu welchem Alter haben die Kinder bei euch geschlafen? Ja, eure Erfahrungen würden mich gerne interessieren. Schreibt es in den Kommi und ich hoffe, es wird euch gefallen. Über ein positives Feedback würde ich mich freuen. Tschüss, ihr Lieben.